Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Quest Builders 2. Ich habe mir eine Woche mal eine Zwangspause gegeben und mal die anderen Spiele ein bisschen gespielt. Merkt ihr natürlich nicht. Warum merkt ihr das nicht? Genau, weil ich alter Suchti, keine Ahnung, 80 Folgen in 2 Wochen aufgenommen habe oder in anderthalb. Scheiße, Mann, wie ich das gemerkt habe, dachte ich mir, ein bisschen Pause machen. Und auch mal wieder auf die anderen Spiele. Oh, ich bin wieder draußen. Wir sind im letzten Kapitel. Da werden sich jetzt auch wahrscheinlich manche denken, was, du machst eine Pause, jetzt wusste ich schon im letzten was, aber ich habe unendlich viel gesucht. Leck mich am Arsch. Aber machen wir jetzt doch mal weiter. Aristoteklecks, du hast doch auch gehört, oder Sinn? Ich wabbel vor Angst wie Wackelpudding. Es kam irgendwo aus diesem Raum. Wenn wir herausfinden können, was dieses Geräusch verursacht hat, werden wir Wobbler zumute. Du da. Keine Reaktion. Wackel weiter. Lebenszeichen erkannt, Neustartprogramm ausführen. Gebet, Neustartprogramm initiiert, Zugriff auf Datenspeicher. Bitte warten. Bip, Neustartprogramm fehlgeschlagen, unzureichende Energieversorgung, bitte Energiezelle aufladen und erneut versuchen. Biu. Na, ist leichter gesagt als geliert. Dann bitte die Energie hernehmen. Der hat direkt ein Rohr hinter sich. Er macht jetzt die Rohre komplett, oder? Aha. Energiestation. Was ist das für ein Bauplan? Also die Rohren überträgst die Energie des kaputten Killermaschinen auf das funktionstüchtige Modell. Das ist schleimfach brillant. Und wenn du nach Rohren suchst, wirst du hier sicher fündig. Ja. Ist jetzt auch nicht schwer. Nochmal, wie ging das? Nein. Oh, warte. Das brauche ich nicht. Da. Aus dem Weg hier. Ich könnte sie natürlich jetzt auch klein hauen, aber. Oh. Mal, kann ich das eigentlich weghauen? Wir müssen aufräumen, Mann. Wobei, von dem Scheiß haben wir auch nicht, ne? Alles meins! Wenn das hier unsere Base wird, müssen wir es irgendwann platt machen. Oh, da geht's noch draußen. Zack. Man hört den Hund ein bisschen. Wahrscheinlich. Höchst wahrscheinlich. Warte mal, was habe ich hier? Seele des Erbauers. Ach so, ja, stimmt. Der verdammt Wiederkaisen. Der dämliche Penner, da ist er gekommen. Zack, 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 alles weg. Schuppen. Es fiel mir wie Schuppen aus den Haaren. Oh, ich brauche bloß nur das eine. Ach, von den beiden Robotern geht es dann da rein. Ja, aber das sind nur einfach Rohre. Energiequelle erkannt, starte Energietransfer. Energiesysteme voll funktionsfähig, initialisiere Neustartprogramm. Bip, bip, brumm. Neustart erfolgreich. Bip, bup, brumm. Holy shit. Größe Angriffsdroide Nummer 04H zu Diensten. Du kannst mich N04H nennen. Freut mich, dich kennenzulernen. Danke, dass du, den Roboter repariert hast, denn ihr Bauer schlägt wirklich voller Talente. Berechne Zeit im Offline-Zustand, brumm. Berechne fehlgeschlagen, was ist hier passiert. Große Turbulenzen im Aurafeld erkannt, durchsuche Speicherdatenbank, möglicher Treffer gefunden, ist der Tag des jüngsten Gerichts gekommen. Was ist denn mit dem Rufflaube los? Klingt, als wäre vor allem eine Pfeife durchgewandt. Dies Piep Piep, unnötige Verhalten erkannt. Ich wünsche nur, meine Datenbank mit den neuesten Informationen zu aktualisieren. Bitte sag mir, was passiert ist. Achso, jetzt haben sie alles erzählt, oder? Was ist das? Sehe ich gerade, da steht das neue Schmelzen? Aktualisiert, Valhalla wird von riesigen Armen und finsteren Monstern angegriffen. Meine Berechnungen waren korrekt, dass sie ins Griff ist gekommen. Schnurrst ganz schön viel über diesen Tag des jüngsten Chiles. Aber was soll das überhaupt bedeuten? Am Tag des jüngsten Gerichts werden wir alle sterben. Alles kehrt ins Nichts zurück. Es ist das Ende der Welt.
Zerstörung ist bereits weit fortgeschritten. Diese Eindrücke ist möglicherweise nicht länger sicher. Diese Arme werden nach verbleibenden Lebensformen suchen. Sie werden diesen Ort zerstören und uns alle auslöschen. Oh, hallo Arm. Sie haben uns gefunden, Muppel. Die Pfeile lassen sicher nicht lange auf sich warten. Wir müssen mit dem Rückgrat zur Wand und müssen uns den Weg freikämpfen. Ja, aber erst lass mich das ganze Zeug hier wegnehmen. Jetzt bauen wir eh neue auf, falls wir es doch wieder aufbauen müssen. Oder sollte ich das machen? Wer weiß, was ich danach machen muss, ne? Ach, scheiß drauf, kämpfen wir jetzt einfach mal. Auf geht's, meine Freunde! Kann ich dich eigentlich abbauen? Nee, kann ich nicht, verdammt. Der Arm hat wohl eine Armee finsterer Feinde dabei. Wir müssen ihre Reihen durchbrechen und fliehen. Das ist der einzige Weg. Knochen zu kämpfen? Nein. Wie fliehen? Ja, dann nehme ich doch alles mit. Weh, ich muss jetzt doch wieder alles aufbauen. Lalala. Oh, scheiße, da ist Wasser drin. Warum ist da Wasser? Hä? Ach, war da in dem... Was ist dahinter? Ah, okay. Warte mal, ich könnte ja auch einfach da unten alles wegkommen. Und schon werden wir das Wasser los. Ja. Lalalalalala. Alles meins, alles meins, alles meins. Da ist überall Wasser drin. In den Rohren, oder? Mir egal, gerade alles mir. Looten und Level. So. Der ist noch weg. Oh, das geht da unten weiter. Oh, doch nicht, das ist einfach nur ins Boden gegangen, fertig. Ins Boden, ja. Sollten wir da drüben eigentlich auch alles mitnehmen? Ach, jetzt sehe ich erst, dass da überall Wasser drin ist. Wenn, dann muss ich hier eh irgendwann alles platt machen, wenn ich hier das nochmal aufbauen müsste. Oh, danke, danke, bitte alles mitkommen. Oh, jetzt müssen wir bloß noch das Zeug da unten weghauen. Können die mir nicht noch eine Werkbank zur Verfügung stellen? Da könnte ich die alle mit Stacheln und so einen Scheiß weghauen. Ich glaube, ich hätte nach unten ziehen sollen. Egal. Ah, warte, das Rohr ist da auch noch. Ja, damit. Okay, jetzt übertreiben wir es mal nicht hier. Ja, ja, bla bla bla, er hat was mitgebracht, los kämpfen. Ich hoffe, du meinst es ernst, denn ich verstehe zwar nicht, was hier geschieht, aber eine Sache ist sicher, ich werde nicht kampflos aufgeben. Duff. F.I.F. war vom halb aufgepfiffen, aber ich habe... okay. Tentakel... oder irgendwie so. Und noch mal ausruhen können, das ist der Ausweg und hoffentlich sicherer ist hier. Möge der Kampf beginnen. Angriff! Wir halten hier gar nichts aus. Mal, du musst weg. Du musst weg. Wow, was hat die für Lutsche? Oh, wow. Achtung, Bäume! Schön, wenn er sich wegteleportiert in meine Waffe rein. Oh. Das sind eine Burgmauer. Was machen die schon?
Hey, locker bleiben, ja? Wir halten ja gar nichts aus. Hau immer auf den einen, ich mach mal kurz den Typen mit dem Blut. Attacke! Zerstören, zerstören. Oh, das war's schon. Stufe von Sinn erhöht sich. Weil ich's auch voll drauf hab, Mann. Volle Knecke, Alter. Stufe 31. Ich will das doch da oben auch machen. Feine Ausgleiche. Es tut gut, meinen Kugellager nach so langer Zeit mal wieder rollen zu lassen. Du magst ein knochiger kleiner Mensch sein, der Bauer, aber du kämpfst wie ein Monster. Du wirst deine Freunde unbedingt finden, was? Übrigens, Griesbatsch, wo ist denn dieser neue Zufluchtsort, von dem du gesprochen hast? Er ist Hagons Zuflucht und ist eine unheilige Hütte des Hasses oben auf dem Hügel, da wo die Werkstatt zerstört ist. Ist es irgendwo sicher? Aha, wie ist er denn überwiffen? Sollen wir da nicht loswabbeln? Die Zeit wird schwapp. Ja, okay. Hm, du wolltest nach deinem Freund suchen und dich nicht irgendwo in so einer Zuflucht verstecken? Ich hab so zu Matsch zermanscht. Berechne die Überlebenschancen von Syndrom, Warnung, Warnung, extrem geringe Überlebenschancen. Mission abbrechen, ich wiederhole, Mission abbrechen. Ja, Alter, dann gehen wir doch. Ah, hier wird man früh halt sterben. Er hat sich entschieden, außerdem sind die Menschen und Monster Todfeinde. Glaub mir, es ist besser, wenn wir jetzt getrennte Wege gehen. Komm schon, Film. Wenn wir einen Hagen und Fuflucht finden, können wir Höllen fragen, ob wir irgendwo deine Freunde Muffi gehört haben. Ja, weil wir im Fiefel in der Kinder Hagen ist. Schade, nicht zu fragen, außerdem will ich mich noch nicht verabschieden. Ja. Freuen sich doch alle. Fragen jetzt alle erst noch einen Freund. Okay, los geht's. Ja, dann kannst du mitkommen, aber bleib in der Nähe und folg mir. Ja, dann los. Ja, ich komme ja gleich. Ich kann die Sachen nicht bearbeiten. Was ist denn das da oben? Oh, ist das nicht so eine Hand? Was in aller Welt ist das? Ich fahre alles in sich hinein. Analysiere Daten. Warnung, Warnung, Gravitationskugel von extrem hoher Dichte erkannt. Kontakt vermeiden. Wenn das Ding uns aufschlürft, heißt das, wir können nicht weiter rocken. Wenn der anderen Weg geht, passt einfach auf, wie wir hintreten. Oh oh. Der Kleine ist weg. Der Roboter ist weg. Nicht trödeln. Was? Ihr seid doch eingesaugt worden. Was für eine Gefahr. Oh. High Five oder High Three. Der riefige Arme verrückt. Na warte. Griefbär. Oh, da ist er ja noch. Verdammt, mein Bein brennt. Man kann ganz schön zuschlagen, ich weiß nicht, ob ich laufen kann. Nur vor mit mir, seid ihr viel langsamer, macht euch keine Sorgen, ich bin untot. Mich zweimal töten, jetzt ab mit euch. Was? Du lässt niemanden zurück, Karl, du redest schon wieder über das Zeug. Ich will dich auch nicht zurücklaufen, Giftgerd. Ich glaube, ich kenne den Weg ab hier. Wenn wir das langsam angehen, kannst du es schaffen. Alle machen mir nach. Ja, du kannst sogar fliegen. Was geht's, meine Freunde? Keine Ahnung, welchen Weg wir gehen sollen, aber... Hä? Oh. Zack, zack, zack. Man folgt ja eigentlich mir. Und was zur Hölle bist denn du? Ach, du bist eine von diesen dämlichen Statuen. Hm. Achso, ja, ich kann ja den scheiß Schirm nicht benutzen. Geht es dir gut, Griefbert? Warum blockst du das auch? War ja klar, dass der einen weghaut.
Hier, wir machen den Weg frei, Volkspark, Dreifeisenbahn. Wo ich eigentlich eine Sparkasse bin. Stimmt, es gibt nur Schwein. Gut, Hagen auf Fufu ist gleich da oben, da müssen wir nur noch hinaufklettern. Warnung wegen Ende voraus, weitergehen nicht möglich. Sollen wir da rüber wobbeln? Keine Ahnung, mit den fast 1000 Dingern, was ich bisher habe. Du hast eine Brücke geplaut, Schleimtasche, sag uns, Zuflucht wartet auf uns. Wie redest du mit einem Bauer kurz die Situation? Vielleicht sind der Bauer auch nicht so übel. Na los, Griefbert, nicht einfach vorum. Hagen Fufu ist nicht mehr weiter. Schon wieder zerquetschen, pass auf. Oh oh. Oh, scheiße. Nein, Griefbert! Er ist fort und kommt nicht mehr wieder. Oh. Oh, Griechbart, Schlürfschnief. Er ist zum großen Server in der Datenwolke zurückgekehrt. Mögen seine Daten lange in unserem Speicher weiter bestehen. Wir müssen weiter zu Hagen und Zufluch. Griechbart vor ein Ende finden Muffel. Oh Mann! Ist doch voll scheiße. Das Skelett-Buddy. Da ist Hagen und Zufluch. Ja. Viel übrig, ja? Da hinten ist ein Tisch. Hagen und Zufluchtsauber, das ist ja ein schleimige Ruine. Lebensform erkannt, könnte das Hylena sein. Weitere Informationen benötigt. Meistens sind mysteriös. Wagt es, mein Gebet zu stören? Ist euch der Name Hylena die höchst erschreckliche denn kein Begriff? Nö. Du verneinst nun, dann werde ich mich vorstellen. Ich bin Hylena, eine der drei kardinalen Kardinäle der Kinder Hagons. Ist euer Begehr heraus damit. Bitte rettet uns. Alles wird zerquetscht und platt gematscht und wir wissen nicht wohin. Ich retten, aber Kind, warum sollte ich das tun? Zerstörung ist eure Erlösung, Frohlocket, meine Kinder. Der Tag des jüngsten Gerichts ist endlich gekommen. Ende aller Dinge steht bevor. Diese Welt wird durch die unheilige Hand unseres Herrn und Meisters der Zerstörung vernichtet werden, samt den Kindern Hagons. Nein, nein, das kann nicht sein. Er wird doch nicht alles zermatschen, oder? Ich wusste zwar, dass der Meister der Zerstörung wieder erwachen würde, aber er sollte doch nur die alte Welt plattmaschen und nicht wahr und nicht alles übergeben. Der Meister wird in seiner Zerstörungswut keinen Stein auf dem anderen lassen und schließlich die Steine selbst vernichten. Es gibt keinen Entkommen. Und wehren, so viel wir wollen, das macht keinen Unterschied. Vielleicht wollten wir einfach aufgeben. Kannst du nicht ernst meinen? Hast du etwas fünf vergessen? Unsere persönlichen Erbauer werden den kann jemand aus dem Matsch ziehen kann, dann her. Was, dieser Junge ist ein Erbauer? Wenn das wahr ist, bist du der Erzfeind unseres Herrn und Meisters. Ich sollte dich hier und jetzt auf diesem Altar opfern. Nicht Helena, wenn das jüngste Gelee uns ohne alles Schamatz dürfen wir dann nicht auf Sinn aufpassen, bis es Zeit ist, dich zu verabschieden. Sicherartig sein. Na los, dann sehen wir uns um. Vielleicht finden wir etwas, was du schmaler Masseln willst. Du meinst wie die Werkbank da hinten? Ist ein riesiges Steinkreuz. So einen Tisch habe ich noch nie gesehen. Äußerst schnonderbar. Allerdings steht das schon, solange ich denken kann. Meinst du, der Zerstörung unsere Zuflucht seinen rechtschaffenen Ruinen schenkt? Entschuldigung. Dass er auch diesen wertlosen Tisch vernichten würde. Doch sein mächtiger Arm hielt mitten im Schlag inne, so schien es zumindest. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Nun denn, wie ihr sehen könnt, ist dieser Tisch unbeschadet. Es leuchtet. Madros Waffe! Nein! Was ist das denn, Schliff? Eine Art Knüppel? Und das hast du aus nichts als dem Müll hergestellt, wenn wir am Strand gefunden haben? Du bist unglaublich. Danke, Sinn. Dieser Knüppel ist das beste Geschenk, das mir je jemand gemacht hat. Was ist das? Hast du mir eine neue Waffe gemacht? Haha, danke, die gefällt mir. Ich werde sie von jetzt an benutzen, aber den Eichenholzknüppel, den du mir gefertigt hast, werde ich auch behalten. Immerhin war das dein erstes Geschenk an mich. Es hat also sentimentalen Wert. Und geht's dir gut, Sinn? Hat dieser Zermatsch eine Bedeutung für dich und warum leuchtet er? Vielleicht solltest du ihn an dich nehmen. Malros Keule. Du hast den für den Freund, den du suchst, genauso einen Knüppel gemacht? Für deinen Freund, das bezweifle ich aber sehr, das musst du mir erklären. Du suchst hier nach Malros? Ist das ein Trickerbauer, aber kennst du diesen Namen? Malros, bist du auch mit ihm befreundet, Helena Sabalot, was für ein Zufall.
Sein Name sollte nur den oberen Rängen der Kinder Hagmanns bekannt sein. Wie kann ein Mensch wie du ihn da gehört haben? Nicht mich zu täuschen, Balg. Es ist unvorstellbar, dass der Meister der Zerstörung sich mit jemandem wie dir anfreundet. Kann ich jetzt mal was bauen? Meister der Zerstörung befreundet? Das würde mich schlichtweg umhauen. Ich glaube, mein Flying Five, ein Mensch wie du ist mit dem Meister befreundet. Darf ich ihn auch mal treffen? Freue mich so, Alglof. Aber ich Kuffelkleck. Natürlich finde ich keine Freunde. Hör mal, Schien, du sollst einen jungen, unbedarften Flying nicht so einen Nachhörung führen. Griefberg, Iftop, Hag und Fufuk liegt in Trümmern. Der Trumpfein für Throfloff wie nie zuvor und treibt seinen Fabernack. Hör nicht auf ihn, Sohn. Ich glaube dir. Warum solltest du rumwobbeln und Lügen verbreiten? Du bist doch einer Bauer, oder? Kannst du nicht irgendwas zusammenmatschen, um alle ein wenig aufzuheitern? Sag nein, wie soll er ohne Materialien etwas bauen? Dieser Ort ist ein Ödland. Hier, nimm das. Öl. Von mir, wenn du von der jüngsten Gelehrer bist, gebe ich auch dir gerne ganze Öl aus meinem Wobbelbauch. Der Selbstlosigkeitssensor überlastet. Neue Berechnung. Zur Aufhaltung festgelegt, wäre dieser Ort ein wenig heller würde, dass die schlechte Stimmung vielleicht defragmentiert. Gibt es vier Wandleuchten, die früher hell brannten, hier aber hier inzwischen erloschen sind. Ich kann hier auch gar nichts bauen, sehe ich gerade. Ja, aber Eisenblöcke kann ich bauen. Eisenbarren und mal Rossium. Okay. Okay, müssen wir mal wieder aussortieren da oben. Was sind das eigentlich? Schmelzofen? Die Seele können wir eigentlich auch mal wegstecken. Okay, warte, die hätte ich eigentlich draußen lassen können. Nehmen wir mal das raus. Kann ich das ausrüsten? Nee. Schmelzofen. Aber wir können einen normalen Ofen wenigstens mal rausziehen. Warte mal. So, ja, stimmt, ich muss ja die Eisenbahn schmelzen, ne? Ich habe zwar unendlich Eisenbahn, aber ich habe keine. Kann ich den eigentlich benutzen? Ich habe aber keine Kohle, ne? Doch, ich. Ich habe unendlich Vorrat. Und wenn ich jetzt den hinbaue. Genauso. 100. Und 100. So, machen wir jetzt nur erstmal noch was hier was machen. Seltsamer Sand. Was? Zitadellenmauer. Zitadellenboden. Ich soll die Zitadelle hier wieder aufbauen, kann das sein? Warte mal, müssen wir mal erstmal. Oh. Erstmal mal hier den Sand ein bisschen einsammeln. Gut, dass ich alles geklaut habe. Wobei, ich hab's mir eher ausgeliehen als geklaut. So. Da lang. Ja, eigentlich auch einfach. Nee. Machen wir. Gedrückt halten. Runder Tauschmodus. Können wir so viel seltsamer Sand abgreifen, wie wir wollen. Hä? Oh, ich habe ja doch nichts mehr. Können wir hier wieder diese ganzen scheiß Sand wegarbeiten. Ich
Das ist die große Frage, wo unser... Okay, hier. Genau.